Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ja schon gehört, dass wir heute die erste Lesung haben dieses Gesetzes und dass wir im üblichen Verfahren ja eigentlich die erste Lesung gar nicht im Landtag sozusagen mit einer Aussprache begleiten, aber es ist heute hier so gewollt, deswegen gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein. Wir haben uns verständigt im Obleutegespräch, dass es noch eine schriftliche Expertenanhörung geben wird. Die entsprechenden Gewerkschaften und Spitzenverbände sind eingeladen, so wie es üblich ist. Und die sachlichen Forderungen, die da eingebracht worden sind, werden wir zum Großteil mittragen. Und ich glaube auch, nicht zum Großteil, wir werden sie mittragen, weil es einfach für die Beamten eine Verbesserung ist in allen Bereichen, dass wir die 0,2% entsprechend abziehen wollen, um die Pensionslasten zu schultern, ist, glaube ich, nur gerecht. Und darauf haben sich ja, glaube ich, auch alle Parteien hier im Landtag verständigt, sodass es da keinen Kritikpunkt geben wird, sodass wir eigentlich dankbar sein können, dass die wirtschaftliche Lage im Land so gut ist, dass man die Beamten auch entsprechend alimentieren kann. Und ich gehe davon aus, dass der Finanzausschuss als Federführende diesen Gesetzentwurf dann entsprechend für die zweite Lesung so auch zustimmen wird und uns hier dann vorlegen wird, sodass wir dann auch kurzfristig entscheiden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion Die Linke.